Wir haben uns gedacht, vor dem Hintergrund der jetzt gerade abgelaufenen WM und der Orakelkrake Paul, die uns da alle beglückt hat mit der achtmaligen, glaube ich, war es, richtigen Vorhersage von deutschen Spielen, dass wir ein großes Interesse daran haben, auch herauszufinden, wie der Volksentscheid am Sonntag ausgeht. Wir haben versucht, Paul zu kriegen. Wir konnten Paul nicht kriegen. Paul ist schon im wohlverdienten Sommerurlaub. Und deshalb haben wir gedacht, wen nehmen wir und wen kriegen wir? Und Oberhausen wollte uns nicht richtig weiterhelfen, aber wir haben recherchiert und geguckt und herausgefunden, dass Paul einer großen Familie angehört, einer großen Krakenfamilie. Und er hat einen kleinen Bruder, der bisher noch nicht so richtig in Szene gesetzt wurde, weil er eine Nische bedient, die bisher noch nicht so richtig angefragt war, nämlich politische Vorhersagen.